Hi ho und herzlich willkommen zurück zu Der Jörg zockt. Weiter geht's hier mit My Lords of the Fallen. Ja. Au. Ich bin ja beim letzten Mal stehen geblieben hier. Au. Oh, fängt ja schon mal wieder toll an hier. Ja, beim letzten Mal stehen geblieben bei dem Bosskampf, beziehungsweise direkt danach. Und jetzt werde ich einfach... Nein. Ja, mal wieder rumfluchen von Anfang an. Ich wollte jetzt einfach nur zurück zu dem Herausforderungsportal, welches ja noch offen ist. So, mal gucken, ob das nämlich jetzt da ist, beziehungsweise ob ich das jetzt machen kann. Das heißt, ich flitze mal eben schnell mal hier zurück, wo ich hergekommen bin ursprünglich. Also zu der ganz tollen Hexe. So. Hab ich den jetzt? Wer ist denn da jetzt? Hallo? Ja, keine Ahnung. Nee, Momentchen mal. Ich kann ja jetzt in dem Fall auch wieder hier die ganz tolle Abkürzung hier benutzen. Geht in dem Fall nochmal ein Tickel schneller. So. Die war jetzt hier irgendwo ganz hier hinten. Ja. Genau. Ach hier, mein Lieblingsgegner ist ja auch wieder da. Nein. Nein, 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 nein. Okay, so viel dazu. Gut, andere Technik, einfach nochmal schnell durchrennen. Ja, der Sprung war jetzt natürlich auch super. Wenn ich jetzt hier müsste ja eigentlich hier dann sein, ne? Ja, und nein, geht immer noch nicht. Ja. Gut, dann hat sich das ja erledigt. Das heißt, der geht's irgendwo dann wieder da hinten weiter. Au. Genau hier. So, nochmal fix zurück zu dem Speicherpunkt. So. Genau. Tja, gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es jetzt hier hinten groß weitergeht, wenn jetzt hier der Shortcut da Richtung die Höhle da war mit diesen Spinnen. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Okay.
Ah, der ist schon tot. Hier geht's nach wie vor nicht rein. Ach, ich glaube noch mal zu diesem hier. So. Wunderbar. Ach, das hier ist jetzt offen. Ja, praktisch, dann nehme ich doch das. Ah, anscheinend wieder nur so ein Portal mit hier irgendwelchen Truhen drin. Na? Codex Großschwert, oh, das werde ich gleich mal angucken danach. Ah, Entschuldigung, falsche Taste. So, Codex Großschwert. Boah, drei Sockel. Das ist natürlich sehr nice. Und die Großschwerter sind ja im Schlagen ein bisschen stärker, beziehungsweise schneller wie die Großaxt. Gut, physischer Blockwiderstand. Ich werde es einfach mal ausprobieren, wenn ich jetzt das hier einfach nehme. Noch einmal zurück, bitte. Hallo. Jetzt. So, wieder elends lange Ladebalken. Oh Mann. Also was mich ja nach wie vor noch so wundert, dass ich überhaupt nicht weiß, wohin man jetzt da genau laufen muss. Sieht zwar nur links oben, ja, sprich mit Kaslow oder keine Ahnung, rette Kaslow, ja, toll. Das ist natürlich so ein bisschen mager, da fand ich das, obwohl es so ähnlich ist wie Dark Souls 2, das System irgendwie von Dark Souls 2 besser. Aber naja, man kann ja hier nicht alles haben. So, genau, jetzt hier war der Boss. Da hinten ist theoretisch ein Durchgang, der wurde mir aber verwehrt. Ha, könnte ich ja mal kurz hinlaufen, ob da vielleicht das irgendwie jetzt aufgeht. Nee. komme ich jetzt hier runter? Da, ne? Ja, genau. Ist der hier ja wieder? So, jetzt muss ich mal kurz mal gucken, wo jetzt hier nur der Shortcut war. Genau, das war der Shortcut in die Höhle, dahin nicht. So, dann gehe ich jetzt einfach mal da lang. Hier müsste ich ja, soweit ich mich jetzt entsinnen kann, noch nie gewesen sein. Au. Ach. Ganz vergessen. Oh nein, das ist irgendwo ganz da hinten. Das ist ja jetzt ein bisschen mager. Irgendwo hier oben ist der. Ah. Ah, hier. So. Nichts mehr hier mit wiederbeleben. Ah. Okay, also als Zweihänder rockt das Ding auch ganz gut. So, der ist jetzt tot. Neuer Hebel. Aha. So. Hä? Schnell, schafft ihn hier raus. Ach, der hier. Ah. Was macht ihr hier? Wir haben diese leuchtende Tür gesehen, als wir vor den Roger geflohen sind und sind hineingesprungen. Könnte es noch schlimmer kommen? Wir können nicht zurück. Und der Hauptmann, er vergibt uns niemals. Wir sitzen fest.
Ha. Ihr seid davon gelaufen, so wie es Feiglinge tun, das klingt gut. Ihr seid davon gelaufen, so wie es Feiglinge tun. Es waren zu viele und wir mussten fliehen. Aha. Was ist mit denen da passiert? Hier wimmelt es von diesen Ungeheuern. Sie haben ihn erwischt. Wenn er keine Medizin bekommt, dann ist es aus mit ihm. Bitte, du hast doch bestimmt einen Heiltrank übrig. Ach, das war mir jetzt fast klar. Ja, hier, bitteschön. Ja. Das sollte erst einmal helfen. Ja. Ihr verschwindet besser. Wir waren auf dem Weg zum Turm bei der Brücke. Dem auf der rechten Seite. Wir wollten uns da verstecken, aber ein mächtiger Dämon bewacht den Turm. Ah. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Bitte. Jo. Wunderbar. Das heißt, dann werde ich doch mal spontan diesen Dämonenbesuch abstatten. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gesehen habt, aber irgendwie im Hintergrund von diesen netten Herren war jetzt definitiv einer mit einem Schild. Ach hier. Ah, okay. Jetzt bin ich ja wieder da. Oh Mann, ganz schön verwirrend hier. Also hier komme ich jetzt nach wie vor nicht hoch. Wie sieht es da unten jetzt aus? Okay, so, wann läuft denn der da rum? Hä? Moment. Die Feuer sind aus. Okay. Dann scheint da unten jetzt irgendwas zu geben. Sicherheitshalber den mal noch schnell umhauen. Ha. Okay. Nein, geh weg. Nein. Oh Mann. Ach ja gut, dann nehmen wir erstmal jetzt den hier noch aufs Korn. Was war das jetzt gerade? Powerglide? Alter! Nein! Och nö! So, jetzt weiß ich jetzt natürlich nur nicht, ob jetzt das Dialoggedönsel, was sie mir gerade eben gemacht haben, ob sich das die Stelle jetzt gemerkt hat. Ne, das war hier lang. Huch, da. Was ist denn hier? Ah, okay. Wieder so ein komisches magisches Symbol. Genau. Ja, anscheinend wohl ja, weil die waren jetzt ja. Genau, da sind sie ja. Okay. Gut, ja dann. Gleiches Spiel nochmal. Nur bitte diesmal ohne Sterben.
Also irgendwie scheint er das hier mal komplett zu ignorieren. Hä? Ach ja. Gut. So, den Hammer. Ne? Gut, der ist schon weg. Hier ist einer, da ist einer. So. Und last but not least, den hier. Wie war denn hier dieses Treten nochmal? Ach, egal. Finish him. So. Gut. Jetzt ist hier eigentlich alles geklärt. Aber hier passiert irgendwie dennoch nichts. Muss ich da hin? Ne. Jetzt fängt das wieder an. Ist auch nichts. Toll. Auf jeden Fall sind hier die Flammen schon mal aus. Also irgendwas muss es hier ja getan haben. Ist hier nur die Frage, was? Ich nehme mal an, hier hinten ist jetzt kein neuer Boss. Ne, da ist auch nur der komische hier. So, wenn ich jetzt die einfach mal nochmal frage hier. Hallo? Du bist zurück. Hast du den Weg frei gemacht? Noch nicht. Bitte beeil dich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Hä? Gut, also anscheinend muss ich hier nur einen Weg frei machen. Doch, da cleare ich jetzt hier einfach mal hier die Gegend hier oben. Noch einer. So. Gut. Hä? Wer ist denn das? Das sieht mir doch jetzt glatt nach einem Boss aus. Gut, die Frage ist jetzt, soll ich jetzt hier einfach runterjumpen? Doch, was soll es, probieren wir lieber studieren. Ach cool. Ja. Ach nee, das ist ja auch nur so einer. Ja. Na toll. Das war mir jetzt irgendwie fast klar.
Ach nee. Na, oh, sorry, Leute. Aber ihr merkt es wahrscheinlich jetzt gerade selber, dass es mich so ein bisschen leicht nervt. Ja, durchquer die Katakomben, ja, super. Was ein Tipp. Oh Mann. Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit überlegen, was ich jetzt hier am Blödsinn machen soll. Ob ich jetzt dann hier einfach runterspringe oder wieder nicht oder keine Ahnung. Aber eigentlich würde ich meinen ja, weil ich will nämlich meine Leiche wieder haben, beziehungsweise meine ja, Erfahrungspunkte. Ich wollte jetzt gerade schon wieder Seelen sagen, aber das war zu Spiel. So. Gut. Wo ist jetzt meine Leiche? Ist tatsächlich jetzt ganz unten, oder? Wohl ja. Ja. Okay. So, nichtsdestotrotz habe ich keine Ahnung. Geht das jetzt? Nee. Da ist ja noch so einer.
Nein. Ja, und hier komme ich jetzt dann wieder raus. Theoretisch. Ja, genau. Hier setzt die Brücke wieder. Da kam ich ja her. Aber wenn ich jetzt gerade hier schon mal im Schmied bin. Hast du vielleicht das hier gesucht? Nein, genau genommen hat es nach mir gesucht. Und jetzt hat es mich gefunden. Kann mir das helfen, durch die Dimensionen zu reisen? Nein, aber mir. Ich werde zugegen sein, wenn du meine Hilfe mit deinen Runen brauchst. Okay. Schade, ich dachte schon, jetzt geht's hier weiter. Genau, das ist jetzt mein Großschwert. Glücksrune. Auf jeden Fall hier. Gift, Feuer ist auch nicht schlecht. Magie. Achso, ich soll ja hier Gift. Attributskalierung plus 3%. Energieverlust nach Blocks minus 7. Ne, nehme ich einfach nur das hier. Genau. Huch. Aha. Das ist ja einfach hier weg. Immer noch. Au. Geht doch. Nein. Ach ja. So. Das war knapp, aber halt gerade noch so getroffen. Na. Gut, jetzt stehe ich wieder hier. Und habe wiedermals keine Ahnung. Nee, so genau der Durchgang, der nicht möglich ist. Gut, soweit ich mich daran erinnern kann, haben die ja gesagt, irgendwie rechts. So, es ist nur die Frage, ob von denen rechts oder von mir, also sprich da, wo ich gerade im Rumpel geschwungen bin. Auf jeden Fall, hier geht es für mich ja nicht weiter. Ne. Wie werde ich das hier irgendwie zerstören? Nein. Ha. Verraten wir vielleicht noch einen anderen Tipp hier? Du bist zurück. Hast du den Weg frei gemacht? Ja. Das werden wir dir nicht vergessen.
Hier, das ist nicht viel, könnte aber nützlich sein. Ah, okay. Ja, gut. Was auch immer ich jetzt gemacht habe. Nichtsdestotrotz komme ich ja nicht weiter. Das Einzige, was ja jetzt anders ist, dass die Fackeln da unten weg sind. So, wunderbar. Aber ich glaube, hier unten ging es doch auch noch nach links. Ach Mann. Hui, Tiger Uppercut. Ja, der ist wohl weg. Genau, hier. Da war ich definitiv jetzt noch nicht. Ich probiere hier nur gerade was aus, also nicht wundern. Nein. Hä? Ach egal. So. Ah, da hinten ist was zum Einsammeln, aber das war's dann hier in dem Fall auch schon wieder. Ganz großes Kino. Hallo? Ich brauchte hunderte von Jahren, um es herzustellen. Die Roga brauchten nur Momente, um es mir zu nehmen. Mein Reisekristall, mein größter Schatz und schmerzlichster Verlust. Er wurde so mächtig. Welche Reisen die Roga wohl suchen? Welche Reisen die Roga wohl finden? Ja. Nerv, nerv, nerv. Naja, ich mache hier mal kurz meinen Cut, mache mich doch mal so ein bisschen schlau, weil so langsam nervt es mich hier gewaltig, dass ich nicht weiß, wohin. So, also man sieht uns, beziehungsweise wir sehen uns, so, in der nächsten Folge. Also haut rein und bis demnächst. Tschüss.